3, 2, 1. Bomba Nutella Tadotosch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Wie war so denn? Welche diese Überleitung? Diese Überkack. US! Ist so schön. Vor allem das nächste Mal, ne? Bring ich dir nochmal bei. Ich tapp in die Richtung, du in die andere. Merkst du. Ja, okay, perfekt. So, tatsächlicherweise. Oh nein, nein, siehst du es? Rums, entkommen. Oh, dein Live. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, die kleinen Lexis, ja, leider, ja. Dass wir wieder hin und her gabeln. Okay, wir sind gleich wieder für euch da. Das ist nur ein kleiner Fehler, der schnell behoben ist. Bis gleich. Auf weiter. Und wir sind wieder im Spiel. Und herzlich willkommen zum ersten Farming-Part. So sieht's aus. Denn die Welt ist unaufgedeckt und wir sind quasi Christoph Kolumbus. Halten wir nicht aus. Wir müssen erkunden, entdecken und bereisen. Inspizieren. Und Leute mit Kisten umstoßen. Das ist auch wichtig. Oder Bettler. Und einfach so Leuten eine Schelle verpassen. Ja. Ah. Danke. So, auch mal ein bisschen, ne? Auch mal die Reichen von der Kirche einfach mal beklauen. Zu Recht. Hier ein paar Ablassbriefe verkauft. Oh, hier ein Bettler. Der hat eine 17 dabei. Wofür bettelst du? Oh, wahrscheinlich habe ich ihm einfach gerade seine ganze Beute genommen. Monats gebettelt. Tschüss. Ja. In einer Sekunde weg. Keine Gäste mehr mit seinen wunderbaren Thermalquellen verwöhnen kann. Das ist Thermalquellen. Ich liebe diese Samsung-Dinger. Thermalquellen sind geil. Ich hab dich doch nur umgestoßen, jetzt stell ich nicht so an. Ach, ihr wollt gerade was kaufen? Ja, jetzt hast du kein Geld mehr dafür. Oh. Einfach Wechselgeld. Gejuckst. Ja, passiert das bei dir eigentlich? Dass so hier jemand vor dir steht und sagt, ah, ich hab doch nicht genug Geld? Mir ist das ja noch nie passiert. Deswegen frag ich. Tatsächlicherweise, dass jemand nicht genug Geld hat, sehr selten. Also oft ist es so zum Beispiel, ne, die haben dann so, keine Ahnung, die müssen 1,98 bezahlen, ne, und dann haben die halt wirklich nur 1,97 dabei. So, ne, dann sage ich, ey, komm, ne, den Cent, weil meistens sind es dann Leute, die sowieso jeden Tag kommen, weil sie Alkohol brauchen, sag ich, gib's mir nächstes Mal. Und dann so. Das Beste ist, das Ding ist dann ja auch so, dann hast du halt Leute, die sagen, ja, behalt den Rest. Und dann hast du eh irgendwie so 20 Cent plus in der Kasse, wenn du so ein bisschen im Kopf mitrechnest und sagst, ja komm, ey, ist egal, also, ist nicht so schlimm. Also ich bin auch irgendwie so, wenn es so, keine Ahnung, alles unter 5 Cent oder so, sag ich halt auch, ja komm, behalt halt so, ne? Oder runde auf, wie es so heißt. So. Ja, steck in eine Spendenbox, das ist zum Teufel. Ja, genau, whatever. Weil so hier dieses Kupfer, Bronze, Geld, sonst was, das ist. Ja. Deswegen bezahle ich auch. Ich bezahle grundsätzlich ja sowieso nur mit Karte. Ich auch, aber manchmal musst du halt, ne? Also ich habe jetzt festgestellt, dass unser Dönermensch halt auch Karte akzeptiert. Wusste ich jahrelang nicht. Meiner nur ab 10 Euro. Deswegen musste ich mir gerade eine große Pizza kaufen. Ich heule für dich, Hannes. Egal, ja. Hunger habe ich sowieso. Habe ich was für morgen vor der Arbeit oder während der Arbeit? Nimmt man mit. So, hier den ersten schon fertig. So, dann können wir nämlich hier. Ah, ich glaube, hier ist nämlich. Hier könnte sogar schon eine Grenze sein. Bin ich sicher. Also, ich weiß nicht, wie weit wir ausbauen können, tatsächlich. Also. Also, oder wie weit wir hier. Sicher, Sachen aufdecken können. Das ist ein bisschen undurchsichtig mit dem Spiel. Aber nicht schlimm. Alter! Ich habe ja momentan das Problem gehabt, dass ich nicht so wirklich wusste, was ich streamen soll. Ja, so ein bisschen. Ja. Also, ich meine, Fortnite ohne Bauen war cool und so. Aber das soll doch jetzt irgendwie als offizieller Modus auch etabliert werden, wenn ich mich. Das ist als Modus offiziell da. Ich werde nie wieder. Oder bleiben, so. Ja, ich werde nie wieder Warzone spielen. Ich habe gesagt, wenn Fortnite ohne Bauen kommt, ich bin raus. Geil. Vergiss es. Scheiß drauf. Geil. Also Warzone 2, wenn es dann irgendwann Ende des Jahres rauskommt, das werde ich mir angucken. Aber ich werde so der Fortnite-Profi. Aha, wusste ich doch. Hier ist die Erinnerungsmauer. Okay. Ich bin dabei als schlechter Sidekick. Ich werde mir das auch nochmal installieren. Weil ohne Bauen, ich bin so oder so nicht gut in sowas, ne? Seien wir ehrlich. So viel Selbsteinschätzung habe ich. Das ist ja das Schöne bei Fortnite. Du brauchst bei Fortnite, also
brauchst natürlich immer noch schon so ein bisschen Aim. Du musst natürlich wissen, was du da tust. Aber es ist bei weitem nicht mehr so wichtig, so in 0,5 Sekunden dir Notre Dame vors Gesicht zu klatschen. So. Das ist halt... Das merkst du dann auch. Du hast da welche, auf die schießt du, die dreht sich im Kreis, nichts passiert. Das ist dumm. Und dann wissen die überhaupt nicht, was abgeht. Ich finde das super so gut. Aber nee, wir haben heute den zweiten Teil von Mord im Orient Express geguckt. Tod auf dem Nil. Hercule Poirot? Ja, der Mann mit dem mächtigsten Schnauzmann, Junge. Ist er. Aber den haben wir geguckt. Ich sitze da so, okay, Tod auf dem Nil, guck den Film so. Ich so, Gott verdammt, jeder guckt mich an. Was ist so? Ich habe vielleicht ganz leicht Lust bekommen auf Assassin's Creed Origin. Das ist auch ein Assassin's Creed, was ich nie gespielt habe. Ich glaube, 5 Minuten. Ich habe es gekauft, installiert, 20 Minuten gespielt, aufgehört. Warum? Weil ich das mit Rena angefangen hatte und dann habe ich nicht weitergespielt. Und jetzt habe ich mir halt so überlegt, so ich glaube, für den nächsten Stream installiere ich das mal und dann spiele ich das abends. Ich bin mir sicher. Gute Idee. Au! Anzeige. Ich verstehe es nicht. Öffnen Sie auf dem Gerät Settings About. Gerät. So, Roger. Dann ist er denn. Da hinten wir noch so. Ich muss gleich mal gucken, ob man hier noch wieder. Ah, das Taschendieb. Das Taschendieb. Hab ich meine Pistole? Die hier, wie wir gelernt haben, wesentlich schneller schießt. Ah, er kommt direkt zu mir. Geht. Die Bildnummer. Wo ist denn die Bildnummer? Die haben ihn erschossen. Ich muss das nicht mal tun. Nein, nicht desynchronisieren. Er ist nicht desynchronisiert. Oh, Muskat. Nichts passiert. Keiner gesehen. So. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es hier Schatz Dingens gibt. Nein. Ei, Paura! Seid nicht schüchtern! Ich bin nur ein Und? Das sind Kamerafahrten, die man jetzt hat. Aber, warte mal. Warte, hier steht irgendwo einer. Nein, wo sind sie alle hin? Komm her! Da unten steht einer. Bam! Weg mit dir! Ja! Ah, das macht Spaß und ist fair. So, dann hoch da. Zack, zack. Oh. Samsung ist das beste Gerät der Welt. Du musst 7-mal auf so einen Knopf drücken, damit der USB-Debugging-Modus aktiviert wird. Und du fängst bei 5 fängt er an zu sagen, noch 4 Klicks entfernt und du bist ein Entwickler. Noch 3 Klicks entfernt und du bist ein Entwickler. Ich bin jetzt schon mal ein Entwickler. Ganz klar. Ganz klar. Hier, frag doch Dingens gleich, ob du für ihn arbeiten kannst, Mr. Gates. So, scheißer Studium. 7 Klicks, mein Freund. Ich bin ein Entwickler. Okay, cool. Danke, Samsung, danke. Diese Ehre, ne? Geil. Ja. Jetzt kann ich Entwickler. Jetzt kann ich aggressives WLAN-Netzwerk aktivieren, was? Was ist denn ein aggressives WLAN-Netzwerk? Das würdest du nicht verstehen, du bist kein Entwickler. Das weiß ich nicht. Okay. Entschuldige bitte. Ich vergaß. Das behindert. Okay, mal sehen, ob es jetzt klappt. Ich schätze nicht. Ja, ja. Noch 7 Klicks und du, noch 4 Klicks und du bist ein Entwickler. Oho! Ja. Oh, dieser Entwickler hier, ne, ist zu dumm, um sein Tablet richtig zu drehen. Okay. Na gut! Did not connect. Ach, ich muss mehr. Not refresh page, did you start? Desktop Application. Okay. Zum nächsten. Oh, diese Musik, ne? Alter, wie schön basslastig die gerade richtig gut im Ohr unterwegs ist. Wie viel von dem Video, was ich dir geschickt habe, hast du schon gehört? Ja. Achso, wie viel ich davon gehört habe? Ja. Ich hab kurz reingehört, Mann, das stimmt denn nicht mit dir. Aber sehr episch. Sehr, sehr episch. So, erneut verwenden. Okay.
could not connect. Ach, was ein Schmutz, ey. Weißt du, die ganzen Aufwand, die du jetzt gerade betreibst, ne? Zwei Klicks und du hast einen Stream, der... Ich meine, bis auf 50 Euro im Minus, aber du hast einen Stream, der... Mehr oder weniger, ja. Wie dumm. Touch could not refresh page. Did you start the USB connection to the desktop application? And is the USB cable connected to the desktop running touch portal? Ja und ja! Hasse dich so sehr. Jetzt gleich fragt er dich, was ist denn ihr scheiß Problem? Ich dachte, sie sind Entwickler. Schreibst du das selbst in Debug-Profil? Das ist doch nicht unser Problem. Easy. Das ist ja. Hallo, ich hab doch nichts gemacht. Ich hab nur Menschen ihr Geld erleichtert. So. Jetzt kriegen die Rückenschmerzen. Weil so schwer. Kennt ihr das nicht? Ich hatte das früher immer. Ich war immer so ein notorischer Kleingeldfreund. Jetzt nicht mehr, weil ich alles mit Karte zahle. Aber sonst, ich hatte immer mehr hier Hartgeld als Scheine. Und dann auch immer eine Arschtasche drin. Und dann setzt du dich hin und denkst, so ein bisschen ins Rückenmark ging der Schmerz. Also ich bin jetzt ehrlich, nichts gegen dich, ne? Aber Menschen, die ihr Portemonnaie in der Dingens-Tasche tragen, sind es weg. Naja, so kann es dir nicht geklaut werden, weil mir keiner nachkrabbeln wird. Entschuldigung. Ach so, und wenn ich es vorne trage, wird mir das geklaut, oder was? Möglich her. Als am Arsch. Da bin ich halt paranoid, Entschuldigung. Ja, will ich hoffen für dich. Das ist ja schrecklich, ey, dass ich mich überhaupt mit dir abgebe. Rens, Vorlagen, Seiten. Ach, ich hasse dich jetzt schon einfach. Einfach so. Port 13, 14, 15. Okay. Alter. Eier. Oh, that shot. Ah, Medizin. Wie jetzt Medizin? Ja, Mann, Bierdorf, der Stochel der Flasche. So, was kostet der? Kunsthändler 900, ja, das haben wir. So, jetzt gib mir eine Karte. I need money. Hast du gesehen, wie der sich aufgebaut hat, der Junge? Der Merkante? Ja. Nee, die Schatzkarte. Sie kostet 300, 500. Ah, warte, ich kann verkaufen. Elfenbein. Nicht noch. 700. Wow. Alles klar. Da ist ein Kilo dabei gehabt. Ja, wusste nicht. Guck mal, Muskat. 250 für zwei Stück. Schatzkarte. Ja, Muskat ist hier so teuer. Bist du. Ist jetzt kein Safran, aber ist teuer. Hab Dank. Port. Ich wäre vor allen Dingen Muskat. Also ich kenne jetzt niemanden, der sich denkt so, oh geil, Muskat. Naja, ist gut. Ich kenne was so ähnlich klingt, aber das sagt Vegeta in seinem Mustache-Lied. Mustache, Mustache, Mustache. Muskat, mein Freund, gehört in jeden guten Kartoffelbrei? Ja, ich glaube. Ja, Brei, Püree, irgendwas. Püree, danke, ich bin hier drauf gekommen. Wie gesagt, Entwickler, kein Koch. Stimmt, entschuldige bitte. So, der Entwickler muss hier mal eine Nummer eingeben. 1, 3, 1. 4, 5. Bitte nochmal, bitte, jetzt gleich, bitte geben Sie Ihre Kontonummer ein. Ich will meine Kontonummer kennen, sag mal, was stimmt denn nicht? Bin froh, dass ich meinen PIN kenne. Das hab ich auch mit Kobi drüber geredet. Er so, kennst du eigentlich deinen PIN? Ich so, du könntest mir eine Waffe an den Kopf halten und ich wüsste meinen PIN nicht. In dem Moment, wo ich ihn eingeben muss, ist er wie so ein Flash ist er da. Das Muskelgedächtnis. Ich so, ansonsten kannst du mich, Digga, kannst du mir eine Waffe an den Kopf halten? Ich weiß mein PIN nicht. Um's nee, verrecken doch. Nicht. Wir haben ja sogar zwei, weil wir ein Gemeinschaftskonto haben, Steffi und ich, so für die ganzen Geschichten. Und wenn die Karte im Portemonnaie weiter oben liegt, dann nehme ich halt auch mal die, um irgendwie was zu bezahlen. Ja. Das Steffi immer so, oh, du Wichser, du bist der Einzige, der von unserem Gemeinschaftskonto zahlt. Ja, weil du die PIN nicht kennst. Wichtig und richtig. Ja, so. Weißt du, wir sind angemeckert. Ja. Wenn du schlau bist. Schlau. Vierstellige Zahl. Schlau. Das ist mehr als sein Sohn sich merken kann. Oh, das stimmt nicht. Jonte, das ist voll schlimm. Jonte kennt ja die PINs zu meinem Handy. 6738 übrigens.
Ist mir egal. So, erzählt er jedem. Deswegen kann ich es dir auch erzählen. Erzählt er jedem. Das ist so geil. Vor allem, wenn er dann halt mal Pokémon Go spielen will oder so, ne? Nimmt er mein Handy, dann so in offener Runde. Aber manchmal erinnert sich, aber er braucht ja als Kind halt dieses Kopplungsfeedback. Ja, ja. Papa! PIN 6738, ne? Möchtest du noch meine Niere verkaufen? Ja, Jonte. Ja. Soll ich sagen? Ganz großes Kino an der Stelle. Du kannst ja dann auch nicht sagen nein, weil dann fragt er, wie ist es denn sonst? Ich hab einfach der Maul. Ich hatte das einmal, das war noch in meiner Ausbildung. Da war ich bei Edeka und da hat eine Mutter mit Karte bezahlt und ihr kleines Kind daneben hat laut die Zahlen, die sie eingetippt hat, rausgeschrieben. Natürlich. Natürlich. Perfekt. Natürlich. Kinder sind toll. Kinder machen Spaß und sind fair, vor allen Dingen für Roboter. Ja. Ach, Zelle, nur ein Gene verbinden mit Android. Was? Glas mit Blutegeln. Soll ich das zu einem Arzt bringen? Das ist schon halbe Medizin. So, hoch da jetzt. Ich glaube, ich bin schon einen Schritt weiter. Der hat hier was von partielle Verbindung mit Android. Hört sich schon mal nicht so schlecht an. Was passiert, wenn ich das Kabel rausziehe? Nichts Gutes. Oh. Ist das so ein Penner, der sich in der Höhle versteckt? Nein, der falsche. Lauf. Aber sowas von Hannes. Nimm die Beine in die Hand! Nein, er ist geflohen. Oh, jetzt muss ich ihn wieder weg. Wurde geschubst. Seht mich nicht. Ja, ihr seht mich. Ist aber sowas von sehen die dich. Studio Transition. Hm. Kannst du gleich meine Stiefel von unten betrachten? Nein. Jetzt seht ihr mich nicht mehr. Oh, verdammt. Ich bin gerade nach der Lanke gekommen. Nein, ist er nicht. Außerdem siehst du genauso aus wie die anderen beiden da, zwischen denen du sitzt. Also können sie dich gar nicht sehen. Halt dein Maul! Setz dich neben mich! Ich wollte mir gerade die Hinterriegel reinziehen, Alter. Was war jetzt nicht diesen? Schmutz, ich habe irgendwie die DPI-Zahl meiner Maus erhöht. Okay, naja. Entwickler machen sowas manchmal. Die sind so schweineteuer geworden. Okay, alles ist teuer geworden, ich weiß. Aber die insbesondere. Ich dachte mir, 2,95 Euro für so ein Paket ist einfach nicht drin. Ja. Willkommen. Ja, okay, weiter. Programm installieren. Okay, habe ich gemacht. Aha. Muss ich jetzt erst woanders hingehen, damit er wieder spawnt. Ist das richtig? Irgendwie geht der jetzt scheinbar. Ich hab nichts gemacht. Ich weiß auch. Ja, wirklich nicht. Gut, er hat vorhin gesagt, ich soll den PC neu starten. Hab ich halt auch nicht gemacht. War wahrscheinlich dumm. Aber gut. Aber du als Entwickler weißt ja, wie es richtig geht. So. Gut, Nerd Connect. Ach, fick dich doch. Wird beim nächsten Wachwechsel bei Sonnenaufgang da sein. Ach, leck mich am Arsch. Cool. Ist nicht so schlimm. Kommen wir uns hier oben. Die Schätze. Schätzelein. Oh, du warst so dumm einfach, dass er hier... Das scheiß WLAN von oben nicht hinkriegt, ey. Das ist doch das... Ja, ihr mit euren 12 Routern in einem Haus. Es sind weniger als 12. Ich weiß, dass 11 eine kleinere Zahl ist als 12, aber sie klingt nicht so schön. Ey, nicht auf mich schießen! Und fall runter! Ah, besiegt! Die Seuche der kürzlich erkrankten Schweine in Campania hat sich nun wieder. Die Seuche kürzlich erkrankte Schweine, wo sind wir hier?
2019? Ja, ich glaube, die gab es immer mal wieder so in der Timeline der Menschheit. So, und hier runter. Ich wollte euch nicht umbringen. Entspannt euch. Euer Geld und euer Leben! Part 1. Hä? Was? Was ist denn? Hä? Dorfaufstand! Ich hab damit nichts zu tun. Richtig und wichtig. Weihrauch. Barmherziger Jesus, rette uns! Barmherziger Jesus, rette uns! Was soll Jesus tun? Kannst du mir was soll er tun? Ich weiß es nicht. Ein Stück auf euch werfen? Die Nägel rausnehmen? Ich habe gerade in Rom eine buddhistische Gebetsperle gefunden. Ja, kannst du mal sehen. Was wird ihm jetzt? Okay, perfekt. Keine Ahnung. Wurde von den Türken erobert. Gerüchte über erbitterte das gehört. Das Königreich Montenegro wurde von den Türken erobert. Quelle wird es immer mal wieder von der Formula 1 erobert. Ich hatte irgendwie gefahren oder so. Nächste Woche fahren jetzt. Ich war auch verwirrt. Ich so, oh Gott, fahren die nicht? Ich habe keine Meldung gekriegt in meiner App, aber nee, sie fahren jetzt nächste Woche. Kommt das? Vor allen Dingen habe ich eine Nachricht bekommen. Über Google News, wo ich noch nicht weiß, ob sie, weil sie am 2. April rausgekommen ist. Also sie liest sich wie ein April-Scherz. Ich glaube, es ist ein April-Scherz. Dass Sebastian, irgendwie, ne? Ja, dass er seine aktive Karriere beendet hat. Und ich denke so, Moment. Nee, ich glaube, das kam am 1. Ja. Also bei der Seite, wo ich gesehen habe, veröffentlicht am 2. Aber es darf sich auch nicht. Niemals. Irgendwas auch wieder mit Bernie Ecclestone, dass er als Berater wieder da ist. Ich so, nein. Das ist Bernie. Der Typ ist 80 oder so. Oder 100. Ja, so. Es ist mir irgendwann auf den Sack gegangen. Ich habe an dem Tag dann aufgehört, Nachrichten zu lesen, weil halt jeder seine Jokes gebracht hat und so, ne? Ja, ich habe hab gar nicht aufgeguckt. PC Games oder so hat gesagt, ja, hier, Kryptomining, zukünftig. Nicht nur ungesund für die Welt, sondern gesund, weil du kannst dann so viel Hitze erzeugen. Das ist... perfekt. Ab dafür, Kryptomining vor bessere Umwelt. Läuft. Okay. Was ich auch immer mal wieder krieg auf TikTok sind Fakten, die unser Zeitgefühl auf den Kopf stellen. Stell nämlich auf den Kopf. Zum Beispiel die letzte öffentliche Hinrichtung war in Frankreich und der Schauspieler Christopher Lee war anwesend. Gut. Zur selben Zeit wurde aber auch, ich hab's leider vergessen, irgendwas wurde dann erst erfunden, wo du dir so denkst, so, bitte was? Nee, stimmt, war das mit. Nee, mit Mobiltelefon war das nicht. Das war irgendwas anderes. Kam sogar wesentlich später, schätze ich, ne? Irgendwas, wo du dir so wirklich gedacht hast, so. Was? Nee, nein, niemals. Das kann nicht. Ja. Ja, doch. Das kann ich mir vorstellen. Da kannst du bestimmt lustige Szenarien verknüpfen. So, jetzt kleiner Film. Was bringt das hier nochmal auf diese Geschichte, dass du nicht so häufig angeditscht wirst und so, ne? Nee, Kleiderfärben ist einfach nur visual. Also. Genau, den brauchen wir für 8200. That's a lot of Florin. Römischer Stein. Venezianisches Blau. Venezianischer Wein. Zurblau. Ja, aber Dinges gibt's ja anscheinend nicht. Genau, du kannst deinen Umhang sogar noch extra mitfärben. Ja. Alles gegen Geld. Investition sehr gering. Ja, nicht an dich. Ja, schadet nicht nur zu schauen. Ciao. Ciao. Hat er gerade gesagt. Ich bin verwirrt. Hat er mich gerade beleidigt? Ich hoffe doch. Weil man muss dazu sagen, ne, auch wie in Assassin's Creed 2, die Händler bleiben hier, ne, mit dem Bürgerkrieg, da brauchst du noch ein Schwert. Die bleiben da hart. Ich hab ein paar Radien gefunden.
So, wo ist das nächste? Da. Dann da hoch und dann machen wir den Bogen zum Hauptmann, der mir weggelaufen ist. Der Bastard. Ich hatte eine sehr wilde Diskussion mit Rena tatsächlicherweise. Worüber? Wegen Will Smith. Okay, jetzt wird's interessant. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wer von euch welches Lager einnimmt. Aber erzähl. Sie hat so gesagt, ich finde das vollkommen okay, dass er ihn geschlagen hat. Ich so, bitte, was? Okay. So, wie was? Ja, er hat für das Recht seiner Frau eingestanden. Er hat einen Witz gemacht. Ja, über sowas, das ist halt das, was ein Comedian-Witz macht. So. Ich wollte gerade sagen, er hat halt einen Witz darüber gemacht. Und soweit ich informiert bin, wusste er nicht unbedingt, dass sie das hat. Sondern er hat einfach nur einen Witz gemacht, dass sie sich den Kopf kahl rasiert hat. Ja, trotzdem macht man über sowas keine Witze. Ich so, dann müsstest du ja jedem Comedian, der jemals irgendwo aufgetreten ist, immer einen in die Fresse hauen. Ja. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe sogar gelesen, dass er es zwar wusste, aber dass die Krankheit halt gar nicht so ultra schlimm ist. Sie hat halt weniger Haare dadurch oder schneller Haarverlust. Mein Gott, guck dir meine Haare an. Ja, sie so, hat keinen Haarausfall. So. Ist für eine Frau natürlich... Ich wollte sagen, dass es für Frauen ein bisschen wichtig ist, okay. Aber, ne, und dann kam das Beste. Dann kam ihr Opa drauf. Ne? Ja, Oliver Poch hat ja auch einige Zimmer bekommen. Ich guck ihn an, ich so richtig. Der hat auch einige Zimmer bekommen. War das dann auch richtig? Ich so, nee, weil Oliver Pocher hat ja auch Witze gemacht. Ich so, weil Oliver Pocher Witze im Internet macht über Leute, das hat Fat Comedy nicht gefallen. Ja, der hat aber ja schon mehrere geschlagen. Ich so, es tut doch nichts zur Sache, es ist doch dasselbe. Ich so, mehr oder weniger, ja. Trotzdem ist dieselbe Tat, wegen dummen Witzen ihm einige klebt. Obwohl, man muss ganz kurz sagen, dass Chris Rock das Ding eingesteckt hat wie ein Mann. Oliver Pocher so... Ja. Hast du nicht mitbekommen, Oliver Pocher hat jetzt auch Hörprobleme und muss in Therapie und hat Angstzustände. Ja, ein Hörsturz sogar irgendwie oder sowas. Das hat dir erzählt. Der wird den Typen auf alles verklagen, was er besitzt. Ja, natürlich. Aber gut. Das sind halt diese Sachen, ne? Oliver Pocher teilt halt ultra gerne aus, ne? Ja, also einstecken ist halt nicht seins. Richtig. Chris Rock, Alter. Will Smith kommt auf ihn zu, er lenkt an. Gibt ihm die dickste Schelle auf diesem Planeten, Alter. Steht da und sagt, wow. Ja, da ist ja auch viel das Gerücht, dass das halt inszeniert war, um so ein bisschen auch wieder Einschaltquoten und sonst was. Ich auch nicht. Aber das Gerücht besteht zumindest. Man weiß es halt nicht. Und es ist super schwierig, wenn so Schauspieler, Comedians, wie auch immer, unter sich sowas machen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, allein einfach aus dem Grund, was jetzt halt alles mit Will Smith passiert. So, Netflix... Ja, stimmt, der ist ja sogar aus der Academy irgendwie rausgeschmissen worden, ne? Der ist aus der Academy raus. Netflix und HBO haben gesagt, wir werden nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Oh, echt? Ui. Ja. Aua. Ich meine, finde ich auch ein bisschen... Er hat ihm halt nur einige Zimmer. Ne? Ich meine, man muss ja auch irgendwo Dinge zeigen. Ja, aber da geht's halt ums Prinzip, bin ich der Meinung. Ja, ne? da geht's halt drum jetzt, ne? Ey, pass auf, ihr könnt nicht einfach überall irgendwo hingehen und Leute verprügeln. Also verprügeln nicht, aber um eine geben. Also, das funktioniert natürlich nicht. Da bin ich auch offen. Und es sollte da natürlich auch Konsequenzen geben. Aber... Ja... Ich meine, ganz ehrlich, Will Smith, ob der jetzt die nächsten 15 Jahre noch arbeitet oder nicht, der hat genug Geld. Also ich glaube, vom finanziellen Sinne her würde es ihn nicht jucken. Nee, das stimmt, aber das hat halt so einen Rattenschwanz an sich, ne? Gerade auch, was die Kinder angeht und hier und da und tralala. Und das ist bei denen halt eher das Thema, innerhalb der Gesellschaft jetzt gesehen zu werden, ne? Nicht mehr als legendärer hier, Prince of Bel-Air oder was auch immer Geiles er gemacht hat, sondern halt als der Typ, der Chris Rock einfach eine geklatscht hat. Ja, das ist halt schwer. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt wollen, ne? Dass ich so erinnert werde, in Anführungsstrichen. Natürlich nicht. Aber das ist ja halt auch das Ding, was ich dann nicht verstehe, so, weißt du, wenn du dann das Video siehst, er sitzt da und lacht halt über den Witz, so. Er sitzt da und crackt sich da einen ab, dann guckt er zu seiner Frau, und er, gut, alles klar. Und deswegen bin ich, oder deswegen kann es für mich schon sein, dass das irgendwie gestaged war, inszeniert war, wie auch immer, weil so ein paar Dinge nicht zusammenpassen, gerade das. Ja. Ne, das ist halt einmal so lachen, dann, oh, scheiße, ich sollte ihm entlangen. Verschwörungstheoretiker hier am Start, ey. Nee, keine Ahnung, aber irgendwie, ja.
I don't know. Es ist nicht mein Bier. Das ist das Nee, Schlimme. Absolut nicht. Also prinzipiell, ich find's scheiße, ne? Ja. Weil das machst du halt nicht, es war halt ein Joke. Auch wenn es ein fieser Joke war. Wie vorhin schon besprochen, du machst Jokes eigentlich immer zu Kosten von jemandem. Ich sag mal, 90% der Witze können einen triggern, wenn man es wirklich dringend will. Ich bin rüber gesprungen. Oh, that catch, wie so eine Katze. Naja. Ja, aber das ist dann halt so, wo ich dann auch so denke, so, ja, aber da musst du ja jeden, der Witze über Stereotypen macht, was ja viele sind. Es gibt viele, die stereotypischen Humor. Das ist ja auch okay. So, aber muss man sich wegen sowas halt nicht so anstellen. Schau dir South Park an, schau dir Rick and Morty an, schau dir Simpsons an. Dass die Macher von South Park, ne, dass die noch nicht auf offener Straße verprügeln wurden, das ist eigentlich auch ein Wunder. Ich glaube, die halten sich halt immer schön bedeckt. Sagen wir es mal so, die lassen sie nicht finden, das reicht schon. Ja. Was ist denn das hier auch für ein Turm? Wie soll ich denn hier hochklettern? Weiß es doch nicht, Hannes. Ja, ich auch nicht. Ein Entwickler, kein Kletterer. Stimmt. Dann entwickeln wir hier mal einen Stein dahin, dass ich wieder hochziehen kann. Ich krieg ja nicht mal dieses scheiß Tablet zum Laufen, verdammt. Schmutzgeräte, ey. Muss man legit so ein scheiß Streamdeck kaufen. Legit. Ja. Weniger Ärger, mehr Spaß. Och, und da kommt er dann nicht hoch. Krass aus. Dieser Ezio. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich dieses geschickt hatte, wenn mein polnischer Vater Harry Potter Charaktere ausspricht. Nee, warte, ich schicke das gleich, wenn die Kamerafahrt ist. Warte mal, wo war denn der jetzt? Da war der. Oh Gott. Ja genau, ich werde auf Pro upgraden. Scheiß Standardversion funktioniert nicht, dann gebe ich hier noch Geld für Pro, so sehe ich aus. So, dann zack und anzünden über Kamerafahren. Ich verstehe das auch bis heute nicht, warum ich einige von den Dingern. Ja, keine Ahnung. So, ich hab's dir geschickt auf Frotz-App. Was up? Ich möchte bitte, dass du, wenn du mit Jonte ins Guckst, es genauso scheinbar. Naja, er dreht sich auf 0%, hatte ich jetzt auch noch nicht. Ah, jetzt. Die lokale Kunstszene stirbt aus. All der Mist wird bald verschwinden. Nee, ich auch wieder nicht. Dreht sich rechts unten dieses Ding und so, aber... Dann kann ich mir das irgendwie auf Dings schicken, auf dem PC. Ja, wenn du was dabei passt, ja. Stimmt, WhatsApp Web. Yeah. Ja, mach ich dann später. Oh, das ist ein dummer Scheißdreck. Hast du nicht TikTok auf dem Handy? Nee, nicht mehr. Achso. Aber trotzdem, auf dem Browser macht das halt. Und das sollte ja so auch sein. Ja. Manchmal macht das halt auch, manchmal nicht. Die Stelle könnt ihr euch schon mal merken. Wir werden diesen Weg hier sehr, 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 sehr oft abrennen. Weil Farben. Weil wir brauchen bestimmte Sachen, um Rüstung freizuschalten. Zum Kotzen. Vielleicht haben wir auch einfach Glück und es passiert direkt ganz zeitnah. Ja. Es gibt zwei, also du kannst das Ding zweimal finden und einmal musst es halt, gibt es halt Missionen, wo das spawnen kann. Siehst du? Wir hoffen auf Glück. Lass mit Blutegeln. Again. And again.
leveln wird. Aber Junge, ey, wirklich. Ganz großes Kino, das ist so künstlerisch und witzig. Und du machst halt leider tatsächlich Witze auf Kosten von Löffeln. Ja. Ja. Oder von dicklichen Menschen, die kaum rennen können. Ja! Ibims! Unbezwingbar! Komm schon, Männer! Wir sind Borja! Unbezwingbar! Aua! Oh. Ah, okay, you dead. Für seinen Kopf. Zeigt ihm, was den Feinden der Borja blüht! Cesare zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf! Ja, sehr schade. Wir sind Borja, unbezwingbar. Okay. Weißt du was? Warte. Cesare zahlt ein hübsches Sümmchen. Komm schon, Männer. Wir haben es verstanden. Cesare, viel Geld, zahlt. Okay. Wir sind Borja, unbezwingbar. Zeigt ihm, das ist halt immer das Wackige, ne? Wenn die irgendwie nur drei Tonspuren beherrschen. Ja. Die eigentlich gar nicht so lange leben sollen. Zeigt ihm, was den Feinden der Borja blüht! Alter! Ich glaube, Cesare Borja zahlt gutes Geld. Komm schon, Männer! Oh, ich habe recht gehabt, hey! Cesare zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf! Nein, ausweichen! Komm schon, Männer! Wir sind Borja! Cesare zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf! Mann! Schon. So, wo stehe ich jetzt? Ja, perfekt. Hier sind direkt zwei Schatztruhen. Höre ich direkt mal mit. Erneut verbinden, erneut verbinden, erneut verbinden. Ah. Ich glaube, Cesare zahlt ein gutes Geld für meinen Kopf. Ah, bin ich mir nicht sicher gerade. Müsste ich recherchieren, aufwendig. Würde ich nochmal meinen Anwalt hinzuziehen. Replay einfach gucken. Vielleicht hat der eine das ja mal erwähnt beiläufig und wir haben es aber nicht mitgekriegt. Jetzt steche ich den einfach. Ich steche ihn einfach von oben ab. Nach der Folge muss ich einmal den PC neu starten, das lohnt nicht. Wenn Technik nicht funktioniert, ne? Ja. Wenn ich Körper nicht erschmerzt habe, ist das okay. Ne? Weil, dann kannst aber, du halt was für, weil du hast deinen Körper halt direkt behandelt. Richtig, aber technische Probleme gegangen. Kommt schon, Männer! Wir sind Borja! Unbezwingbar! Glaubst du, diese Borja unbezwingbar? Du hattest recht, Hannes! Oh, dieser Schott, ne? Bettentod! Bestes Feature! Bettentod, Bettentod! Zeigt ihm, zeigt ihm! Wow. Na komm schon, Männer! Wir sind Borja! Alter! Unbezwingbar! Cesare zahlt ein... Was? Dead. Da hat er dich erwischt, das Spasti. Oh, ey, ich werde ihn einfach abknallen. Bitte. Ich werde ihn einfach abknallen. Wirklich, ich nehme mir meine Pistole. Bam, und ins Gesicht. Bam. Noch was drin. So, hallo. Oh, noch Wasser. Hallo. So, ihr habt jetzt bitte beide Kugeln dabei. Wurfmesser und zwei Kugeln. Guck mal, danke. Das Schicksal möchte es, Johannes. Ja. So, aus dem Weg, die Geringverdiener. Wie unflätig. Juri unter Generalhauptmann Goldschaft direkt im Befehl. Ja, ja, Generalhauptmann aus dem Weg. An Andrea della Valle. Zeig Cesare, zeig ein hübsches Sinnchen für seinen Kopf. Zeigt ihm, was den Feinden der Borja. Nein, das war der falsche. Oh, oh, oh. Oh, das ist noch eine. Kommt schon, Männer. Wir sind Borja. Unbezwingbar. Er hat immer noch eine. Das kostet nämlich keine. Okay, wild. Oh nein. Er reitet hier durch den Tunnel. Hä? Ey! Dieser komische Reiter da. Cesare zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf. So, jetzt gibt er mich schon mal. Aber jetzt hast du keine Kugel mehr. Und wieder so, Alter. Was ein Schmutz. Kommt schon, Männer. Wir sind Borja. Unbezwingbar. Alter, lass mich doch. Heilige Scheiße, sind die nervig.
Och, meine Fresse! Finally! Gottes Willen! Au! Oh. Nein, nicht runterfallen! Oh! Ach, ich schieß nicht, ey. Alter, wie die hochklettern, die Schweinepriester! Die Kamera anstatt, dass sie sich auch mal dreht, ne? Bist du, ich schlitze dich auf, Luft. Schlitz. Gottes Willen. Ich hasse Luft. Schlitz. Ich brauche größere Medizinbeutel. Ja. Ach so. Aber ich würde jetzt sagen, wir sind nach dem hier fertig, aber nein! 1000 mehr. Natürlich geht's da nicht lang. Natürlich muss ich hier hin. Und dann hier hoch rennen. Natürlich geht's hier nicht hoch. Das hier. Ist mitunter echt nervig. Oh Mann. So, rum. Rum. Um die dumm die dumm. Halt dich da doch fest! Okay, dann gehen wir jetzt halt so, so. So ist es angenehmer, Herr Ezio. Der Ezio kann da nichts für, das ist Ubisoft. Das ist verrückt. Ezio hat das nicht gebaut. Ja, du bist nicht tot? What the fuck? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das überrascht mich. Das war ich jetzt. Das war jetzt meine Dummheit. Das muss ich zugeben. So offen und ehrlich sind wir dann. It happens, though. Hoch. So. Jetzt wehe. Fällt's doch nochmal runter. Danke. Ecke. Ja. Also das war jetzt unnötig, dass du gesprungen bist. So, mal gucken, ob wir... Ich glaube, hier rüber können wir noch nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ich guck mal. Es liegt in dieser Richtung. In westlicher Richtung. Nee, Quatsch. Wie war das nochmal bei letzter Schlacht der Elfen? Ost-südlich. Ah ja, perfekt, danke. Und dann. Oh, runter in der Map. Da ist ein Loch, da musst du rein. Ah ja, perfekt, danke. Ich fand das so schade, dass der siebte Teil so abrupt geendet hat, halt so, weil irgendwie scheinbar ja. Ich weiß, das programmiert Geld, das oder Geld oder was den Timer gestellt hat, dafür ist ausgegangen. Was ist ausgegangen? Das, ja, die haben ja dafür gespendet, dass er das spielt. Ja. So, ja. Ich gehe stark davon aus, dass. Er gesagt hat, er spielt das so lange, wenn die so viel Geld spenden, so viel Geld haben die gespendet und kann ich stark davon ausgehen. Ach so, naja, es sah für mich schon so aus, weil er auch in diesen Debug-Modus gegangen ist, als wollte er gucken, wo ist denn das? Man hat halt nichts gefunden. Aber ja. Geht nicht weiter. Hoppala. Ja, okay. So, wie viel Bonus-Einkommen haben wir denn schon? 1600, ja, leck mir mal. Läuft. Und jetzt sitzt du in Rom. Und ich muss dir deinen Stand aufbauen. Weil ja nichts funktioniert, ne? Das ist eine Wegfrau. So, hier ist noch eine. Le Bank. 1000
1400 in ihren Arsch, ey. Aber ich möchte gleich mal abheben. 1440. Guck mal, da sitzt er mit seinen feinen Gewändern. Geld abheben, danke. Sehr hohes Risiko. Entweder 439 oder 2900. Ja, da investieren wir. So, wie viel habe ich jetzt investiert? Bitte nicht alles. Keine Ahnung. Weiß wieder keiner. Achso, jetzt stimmt, jetzt ist sie mit so einem Dings vorne. Und da müsste ich da, glaube ich, mal wieder hin. Also, ich habe nicht so selten investiert. Wurde von den Türken erobert. Schon wieder. Mensch. Jedoch sind die Überbringer dieser Nachrichten allesamt geflohen, bevor der Aufstand der Schlacht feststand. Hätte mich dann zwar gefragt, wer die Nachricht überbracht hätte, aber. König Ludwig von Dürrenberg hat verkündet, dass das Essen in Mainz an französische Standards angepasst werden muss, bevor ein Fuß. Französische Standards? Keiner möchte das. Nicht mal die Franzosen. Hey, das ist richtig. Oh nein, jetzt habe ich einen Witz auf Kosten der Franzosen gemacht. Ich hoffe, mich schlägt jetzt kein Franzose. Er hätte allen recht dazu. Höchstens mit so einem, Ding ist Handschuh. Federhandschuh, ha! Ja. Oh Gott! Scheiße. Ich wollte duschen. Versteh ich, Bruder, versteh ich. Teufelsbraten? Jetzt geht's dir doch gut, oder? Ach, hier ist die Mission. Okay, gut. Oder, nee, Quatsch, das ist die falsche Mission. Nevermind, ich hab nur Ruinen gesehen. Das jetzt richtig gesehen habe, dann haben wir jetzt nur noch den hier und das war's. Siehst du mal, ging dann doch schneller als gedacht. Haben wir eigentlich alles. Falls ich noch was halt in der normalen Folge sehe, nehme ich das natürlich mit. Falls es auf dem Weg liegt oder so. Gleich einmal sein Fernseher. Oh, start mal dein Fernseher eben neu, bitte. PC! Oh, dann habe ich Stress mit meiner Frau, das lasse ich lieber. Weil ich das könnte, über hier, Smart Home und so eine Scheiße. Aha. Yeah. Aber nein, dann gibt's aufs Maul. Und das wollen wir ja nicht. Weil dafür musst du erst Witze über deine Frau machen. So, alles da. Synchronisieren. Ich glaube, es liegt einfach am Gerät. Ich werde es dann noch hinziehen. So, dann gehen wir zur Mission. Und ich sag hier schon mal auf Wiedersehen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Tschüss.